Hallo ihr fantastischen Leute, ich habe mein eigenes Gameboy-Spiel jetzt endlich fertig entwickelt und dabei habe ich so einiges gelernt. Was alles genau, erfahrt ihr gleich. Der erste Punkt ist das Zeitmanagement, nämlich das ist so eine Sache, wo man keine ganz genaue Aussage irgendwie geben kann. Ich entwickle jetzt so rund, ja, fast seit einem Jahr oder seit einem Dreivierteljahr im Spiel herum und immer mal wieder gab es jetzt Phasen, wo ich nicht wirklich vorangekommen ist, wo ich einfach keine Motivation hatte. Ich mir aber selber immer den Druck gemacht habe, okay, du musst das jetzt irgendwie fertig bringen, weil ihr könnt es wahrscheinlich euch vorstellen, man beginnt bei so einem Projekt natürlich sehr, sehr motiviert und will es natürlich so schnell wie möglich durchboxen. Das sieht auch auf den ersten Blick auch mal alles sehr überschaubar aus und man denkt sich, okay, für so einen Monat, wenn ich da regelmäßig dran rumbastel, dann funktioniert das alles, aber weit gefehlt ist es nämlich nicht so. Nämlich, ich habe immer so ein bisschen das Problem, bisschen die Kreativität gegen ich muss, nenne ich es jetzt einfach mal. Und so hatte ich jetzt immer so Phasen, wo ich dann davor saß, okay, um meinen gedanklichen Zeitplan irgendwie zu erfüllen, muss ich jetzt wieder ein Level bauen. Ich muss jetzt wieder etwas mehr machen. Und dabei habe ich gemerkt, nein, das ist irgendwie der falsche Ansatz, denn dadurch wirkt das alles etwas sehr, sehr lieblos. Und ja, so ein Level gestaltet, da muss man schon so eine gewisse Idee haben. Man muss irgendwie Kreativität haben, man muss die Muße dazu haben. Und das habe ich gelernt, weil so eine Muße, das irgendwie weiterzuentwickeln, das kommt ja nicht von selbst. Das habt ihr nicht so, dass ihr das irgendwie einplanen könnt. Ihr könnt ja irgendwie schlecht sagen, okay, jeden Mittwoch nach der Arbeit um 18 Uhr habe ich die Muße, um dieses Projekt weiterzuführen. Das geht nicht. Und deswegen gibt es halt immer mal wieder diese Leerläufe, die dazwischen sind. Das Problem ist jetzt allerdings, müsst ihr euch natürlich dann erstmal wesentlich etwas hier euch reinarbeiten, um zu gucken, okay, gut, wie waren nochmal die Zusammenhänge, wie waren die Variablen, wer hat jetzt irgendwie darauf irgendwie gesprochen, etc. Und das ist natürlich immer nicht so ganz einfach. Und deswegen gibt es in diesem Bereich wirklich keine ganz klare Aussage, außer: Macht euch bitte nicht zu viel Stress. Ihr könnt das alles nicht planen. Und dann lieber ein bisschen mal ein, zwei Wochen Pause machen, um dann mal ein bisschen nochmal die Muße irgendwie zu holen, ein bisschen mehr Kreativität und dann das richtig machen. Und nicht irgendwie so auf Druck von mir, du musst jetzt hier ein Level machen. Das habe ich gemerkt, uiuiui, das geht denn schnell in die Hose und das wollen wir ja alle nicht, oder? Als zweite Empfehlung würde ich euch mitgeben, holt möglichst viele Leute an Bord. Auch wenn ihr das Projekt möglichst alleine irgendwie bewältigen wollt, holt euch andere Meinungen, andere Leute mit ins Board rein. Denn davon habe ich wirklich sehr, sehr stark profitiert. Ich kann eben nicht alles machen. Nein, ich konnte auch jetzt dieses Programmieren mit Gameboy Studio, das konnte ich einfach nicht. Da muss ich mich selber reinarbeiten, aber das war für mich noch überschaubar. Aber das ganze Gestalterische, das heißt diese Grafiken, dann die Musik vor allen Dingen, da brauchte ich einfach Hilfe, weil das hätte ich zwar vielleicht so ein bisschen selber hingekriegt, aber das würde niemals so gut aussehen und natürlich sich auch so gut anhören, wie jetzt ist. Da habe ich natürlich so einige Glücksgriffe gehabt. Da habe ich natürlich als eine Position natürlich Fiverr genommen. Ich weiß, ob ihr die Plattform kennt. Das ist im Prinzip so eine Online-Plattform, wo man sich Online-Künstler gegen kleines Geld irgendwie quasi einkaufen kann, die für einen ein paar Sachen machen. Darüber habe ich mir zum Beispiel die Teilsets für die ganzen Level, also im Prinzip so die ganzen, das Aussehen der Levelstrukturen, das wird in kleinen einzigen Kacheln entsprechend gemacht und diese müssen natürlich erstellt werden, die ich dann halt später alle zusammenbaue. Und da habe ich mir natürlich durch Künstler irgendwie helfen lassen, weil ich wollte, das sieht vernünftig aus. Pro Level-Tileset habe ich da einen guten Künstler gefunden, der hat das, glaube ich, so für ungefähr 30 Euro Pi mal Daumen gemacht. Bin ich sehr, sehr froh drüber. Und natürlich, wo ich richtig, richtig, richtig froh drüber bin, ist natürlich Selina, die die wunderbare Musik komponiert hat. Da habe ich natürlich etwas Glück gehabt, dadurch, dass ich durch meine YouTube-Tätigkeiten eine relativ hohe Reichweite habe, hat sich Selina bei mir gemeldet und hat angeboten, die Lieder zu komponieren für mich. Und ich muss sagen, die sind eine der großen, großen Stärken des Spiels geworden. Und auch hier, ich weiß so ungefähr, wie man Gameboy-Musik erstellt, aber das wäre niemals so gut gewesen wie jetzt durch Selina, weil ich einfach persönlich kein großes musikalisches Geschick habe und auch kein Gespür habe. Deswegen, das wäre wesentlich, wesentlich schlechter geworden. Und
auch Selina hat mir beim Testen des Spiels geholfen. Also was die gemacht hat, die hat mein Spiel genommen und quasi in der Beta-Version und so eine Art Live-Let's Play gemacht. Das war für mich super, super aufschlussreich, um zu sehen, okay, da hakt es noch, da kommt sie nicht weiter, da haben wir Fehler und so weiter. Und mir sind da sogar teilweise natürlich sogar noch Sachen aufgefallen, die ihr nicht aufgefallen waren, aber die ich dann halt irgendwie so am Rande irgendwie gesehen habe. Deswegen wirklich eine dringende Ratschlag. Holt euch so viele Leute wie möglich mit ans Board. Und wenn es nicht um das Gestalterische ist, aber Leute, die das testen. Denn ich habe selber gemerkt bei der Entwicklung, irgendwann werdet ihr quasi betriebsblind. Ihr seht das alles, ihr spielt das Level 5000 Mal durch natürlich, um zu gucken, ob das alles irgendwie passt. Aber ihr habt natürlich jetzt so keinen Eindruck, okay, das ist vielleicht vom Spielerischen her nicht ganz so gut geraten und so weiter. Und genau dafür braucht ihr noch andere Leute, die ihr mit ans Boot holt. Deswegen fragt Freunde, fragt in entsprechenden Communities online, ob die euer Spiel testen. Das ist super, super wichtig. Dann habe ich als dritten Punkt noch eure Erwartungshaltung. Was meine ich damit? Und zwar Leute, die das Projekt hier schon so länger auf dem Kanal etwas verfolgt haben, werden sich vielleicht so an das erste Video erinnern, was ich damals gemacht habe. Und da hatte ich noch ganz große irgendwie Vorstellungen, was ich machen wollte. Ich wollte das pro Level machen, so ein bisschen am Kanal orientieren, dass ich zum Beispiel so eine Art Quälzig-Level habe, wo die Steuerung absichtlich schwerer ist. Ich wollte verschiedene Power-Ups haben und. Also die Orientierung grob an Super Mario Land, die war auch schon damals gegeben. Aber ich wollte halt wirklich sehr viel reinbringen, was ich von anderen Spielen wusste. Und ich musste das alles nach und nach zusammenkürzen. Und da müsst ihr einfach flexibel sein. Denn vieles hört sich in der Vorstellung natürlich super an, aber wenn es um die Umsetzung geht, dann kann es problematisch werden. Entweder, wenn ihr so seid wie ich und euch nicht so gut mit der Programmierung auskennt, dann kann es daran sein, dass es irgendwie so vom Zeit-Kosten-Verhältnis, sage ich mal, nicht so gut ist. Irgendwie früher oder später hätte ich das wahrscheinlich alles irgendwie hinbekommen. Aber lohnt sich das denn wirklich, diesen großen Zeitaufwand, um dieses kleine Detail irgendwie mit reinzubringen? Ich habe da halt oft wirklich für mich entschieden, nein, das lohnt sich nicht. Ich bleibe lieber bei den Basics. Das soll halt wirklich ein ganz einfaches Spiel sein. Das Spiel sollte eh so ein bisschen an die Anfangszeit des Gameboys erinnern, wo die Mechaniken, sag ich mal, sehr überschaubar waren. Da waren die Gameboy-Spiele ja auch allgemein so ein bisschen einfacher im Vergleich, als was später natürlich rauskam, wo immer alles etwas komplexer wurde, weil die Entwickler sich einfach besser mit dem System auskannten. Aber das war mir wirklich, wirklich wichtig, das entsprechend so zu machen, dass das ganz einfach ist. Und damit bin ich jetzt auch ehrlich gesagt fein. Deswegen würde ich euch wirklich raten, klar, ihr könnt Pläne machen, alles wunderbar, super, sollt ihr auch lieber zu hoch greifen als zu niedrig, aber scheut euch nicht einfach davor, so ein paar Features einfach wegzustreichen, weil es einfach nicht in den Kram passt. Bevor ihr irgendwie nie mit dem Projekt irgendwie fertig werdet, kürzt lieber so ein, zwei Sachen und habt dann dafür ein gutes, stabiles, was aber so für sich stehen kann. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, das waren so meine Eindrücke, was ich bei dem Programmieren dieses Spiels oder beim Erstellen dieses Spiels, richtig programmieren ist es ja nicht. Ich habe das ja mit Game Boy Studio gemacht, wo man so ein bisschen programmieren muss, aber es ist nicht von Grund auf. Deswegen sage ich lieber erstellen, glaube ich. Was ich dafür was gelernt habe, Näheres zu dem Spiel, wie es genau sich spielt und auch wegen der physischen Veröffentlichung, da kommen weitere Infos bald. Bleibt am Ball auf jeden Fall und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielleicht habt ihr auch mal ein ähnliches Projekt irgendwie gestartet und habt auch eine andere Erfahrung oder Ideen bekommen, dann ab damit in das Kommentarfeld. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen schönen Tag, egal was ihr noch vorhabt und schön, dass ihr reingeschaut habt. Macht's gut, ihr Lieben.